läuft's. Genau, doch noch am Donnerstag aus dem Klientenzimmer. Das muss auch mal sein. Ich hab mich gerade so gefreut. Mein schönes rotes Sofa. Ich brauchte doch ein neues, weil das alte durchgesessen war. Und dann kam das neue alte Sofa. Ja, was sagst du dazu, Das Felix? kenne ich irgendwoher. Ach was, erzählen Sie mal von Ihrer Kindheit, Herr. Ja. Naja, wir nennen keine Genau, Nachnamen. das Felix. wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Ja, genau. Das ist nämlich tatsächlich, da hat klein Felix mal drauf gesessen. Danke. Es wird oft bewundert, Felix. Das ist schön. Ja, echt. Viele Ich Leute werde sagen, es oh, ein mal, tolles Sofa. ich werde es meinen Eltern berichten. Ja, das finde ich nett. Ja, genau. Genau, Klientenzimmer heute, weil Fragen, ich wollte ein paar Fragen antworten, die so also quasi die nicht Klienten gestellt haben, sondern Zuschauer. Genau, ich glaube, zwei, drei Stück habe ich da. Eine müsste ich dann vorlesen, weil nämlich das kommt so häufig vor, dass sowas in die Richtung gefragt werden. Hallo Frau Henning, wir haben da ein Problem. Ist es eigentlich normal im Sinne von kommt öfter vor, dass eine Frau nach dem Geschlechtsverkehr eine Blasenentzündung bekommt? Ne? Meine bekommt sie fast regelmäßig. Das ist echt eine gute Frage, weil es gibt ja sogar diesen Begriff Honeymoon Disease. Ne, also die Hochzeitskrankheit oder so, das ist damit gemeint. Nämlich, weil Leute damals, früher, als man vor der Ehe keinen Sex hatte, da hatte man dann in der Nacht und in der Honeymoon sehr viel Sex. Und prompt hatte die Frau eine Blasenentzündung. Ja. Habe ich noch nie von gehört, Nee, aber das ist ein. wenn ihr das so Er ist eigentlich genauso alt, dass er es hätte wissen können, aber. Heißt Honeymoon Disease, steht sogar in richtigen Ärztebüchern und so auch unter dem Namen. Aber ja, da habe ich erst dran gedacht, als ich das hier las. Dann habe ich aber gefragt, wie alt das Ehepaar sei. Und die sind also nicht im Honeymoon gewesen. Das erkläre ich gleich was zu. Der Mann fragt dann weiter, haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte? Sind wir nicht reinlich genug? Passt unser Intimflora nicht zusammen? Gibt es Möglichkeiten, die Blasenentzündung vermeiden? Bitte nicht, wie der Arzt meiner Frau, die Antibiotikakeule schwingen. Ja, das kann ich echt verstehen, weil also ich hatte tatsächlich auch mal das Problem, allerdings wirklich auch in einer Partnerschaft, wo es sehr viel Sex gab. Ich hatte sonst nie mit Blasenentzündung Probleme und da plötzlich hatte ich die. Und diese Beipackzettel von den Tabletten vom Arzt, die sind wirklich nicht witzig. So, und bei mir ist es jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Und es hat sich aber bei mir was geändert. Und deswegen wollte ich gerne was dazu sagen. Wir haben ja öfter berichtet über die Prostata, ne? Der Frau. So gleich drin dieses Drüsengewebe um die Harnröhre rum. Und das hatte ich so nie früher auf der Rechnung. Jetzt kenne ich meinen dort unten und habe Bücher dazu gelesen und beziehe diese Stelle auch bei der Sexualität mit ein. Und was dann passiert, ist, dass diese Stelle anschwillt, sich mit Flüssigkeit füllt, Prostataflüssigkeit und auch was abgibt wieder davon. Also eine Frau kann ja sogar damit ejakulieren. Und diese Flüssigkeit, die ist antibakteriell. Aha. Aber dann sollte man es doch gerade nicht kriegen. Richtig. Ich habe es ja auch seitdem nicht. Ach so. Das war jetzt die entscheidende Frage, das haben wir nicht eingeübt. Ja, wirklich. Also wirklich. Ich habe seit 6 Jahren das Problem nicht mehr. Und das ist jetzt ein Vorschlag von mir, das hat was gemacht. Woran es auch liegen könnte, das wäre noch ein weiterer Grund, Frauen, die so Richtung Menopause gehen, berichten öfter von Blasenentzündungen und da gibt es auch einen Zusammenhang, weil das Östrogen sich da ändert. Das sorgt nämlich normalerweise für so eine bestimmte Vagina, Darmflora wollte ich gerade sagen, aber Flora in der Vagina, wo bestimmte, wie nennen die denn, Milchsäure, Bakterien und so, dafür sorgen, dass solche Entzündungen nicht so häufig stattfinden. Wenn aber die Frau in die Menopause kommt, fällt das Östrogen und da ändert sich da was und prompt wird man anfälliger für Blasenentzündungen. Also die kriegt man ja nicht unbedingt durch die Scheide, aber bei jedem Geschlechtsverkehr kommen auch Bakterien in die Nähe von der Harnröhre.
Also das wollte ich einfach mal gesagt haben. Das sind einige Dinge, die sowas beeinflussen können. Und dann wollte ich natürlich einfach empfehlen, leg los mit der Prostata und mach die mal lebendig. Und guck, was mit der Blasenentzündung passiert. Genau. Oder mit der fehlenden. Ja, da, genau. Es gab eben einen Schnitt. Eigentlich las ich da mehrere Mails vor, aber wir haben entschieden, nee, das reicht fürs Erste. Und ich hatte auch noch eine Bemerkung. Guckt euch mal den ganzen Blog nochmal an und guckt mal, was mit meinem Ohr hier drüben war. Ich sag nur Halloween, Nosferatu. Das sieht aus, als ob ich hier so ein Riesending drauf habe auf der rechten Seite. Felix, was machst du immer für ein Licht? Ja. Bis zum nächsten Mal.